trink dein Gebräu mal selber. Und? Was sagt er? Hi Leute, ich bin's wieder, der Chris von Wir sind weg. Und ich mache heute ein Video über das Bierbrauen. Ich wollte schon immer mal mein eigenes Bier brauen, habe mich aber leider bis jetzt noch nicht weiter damit beschäftigt. Bestärkt wurde ich jetzt dazu nochmal wieder in Amerika, weil mir das Bier da überhaupt nicht geschmeckt hatte. Und ich mir gedacht habe, das kann ja gar nicht so schwer sein. Das sind ja ein paar Zutaten nur, ein bisschen Gärzeit und dann ist das Bier eigentlich fertig. Und ja, das hat mich nochmal dazu wieder bestärkt, dass ich das gerne machen möchte. Und jetzt war ich letztens einkaufen und tada, da war dieses Brauset. Das ist so ein Komplettpaket und einfacher geht's nicht, dachte ich mir. Und dann habe ich das jetzt mitgenommen und ja, da ist alles komplett dabei. Man braucht 10 Minuten, steht da drauf, ein bisschen Leitungswasser und einen Wasserkocher, mehr nicht. Und darum möchte ich das jetzt mal ausprobieren. Aber ein Haken hat natürlich die Sache. Ich bin sehr gespannt, ob das schmecken wird, weil das amerikanische Bier schmeckt nicht aus dem Grund, weil die Brauzeit abkürzen. Ja, weil da ist ja, die wollen das schnell verkaufen, an den Mann bringen und da können die nicht 3 Wochen warten. Da verkürzen die das, sagen wir mal, auf 1 Woche oder vielleicht wahrscheinlich nur ein paar Tage, zack, und verkaufen das. Und normales deutsches Bier normalerweise braucht ungefähr 3 Wochen Brauzeit. Und dieses Paket jetzt hier, das braucht auch nur 1 Woche Brauzeit. Da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, wie das schmecken wird. Das Gute daran ist, ich werde die Utensilien aufbewahren und ich werde mir nochmal Zutaten dann aus dem Internet bestellen und eine Anleitung, um dann vernünftig deutsches Bier auf jeden Fall zu brauen. Aber vielleicht schmeckt das hier auch. Ich probiere das jetzt erstmal aus und ja, dann legen wir mal los. Ich habe mir jetzt einmal kurz die Anleitung durchgelesen und jetzt machen wir das mal hier Schritt für Schritt. Also erstens, entferne den transparenten Deckel auf der Oberseite des Fasses. So, Oberseite des Fasses. Schritt 1, transparenten Deckel entfernen. So. 2, entleere das Malzextrakt in das Fass. Also die komplette Flasche hier in das Fass füllen. Sieht aus wie Sirup oder wie Honig oder so. Probier mal. Schmeckt. Das schmeckt ganz süß. Wie Zuckerrübensirup. Ja, das ist wahrscheinlich halt, woraus dann der Alkohol entsteht, der Zucker. Schritt 3. Fülle nun in die inzwischen leere Malzextraktflasche 2, die hier, kaltes Wasser bis zur unteren Markierung und kochendes Wasser bis zur oberen Markierung. Schütte nun das Wasser in das Fass. Okay, hier ist eine untere Markierung und eine obere Markierung. Das machen wir jetzt mal. Schritt 4. Setze den transparenten Deckel erneut auf die Öffnung des Fasses und schüttle das Fass anschließend für 30 Sekunden. Beim Schütteln gegen den transparenten Deckel drücken. Achtung, das Fass ist nun heiß. Nehme bitte einen Topflappen. Jawohl. So, Deckel wieder drauf. Und jetzt für 30 Sekunden schütteln. 1, 2, 3. Neunundzwanzig. 30.
jeden Fall auch schon mal Sport. So, was haben wir hier als nächstes? Transparenten Deckel wieder entfernen und entsorgen. So, den hebe ich mir natürlich auf, weil ich ja dann nochmal was brauen will. Zack. So. Fünfmal die Malzextraktflasche mit kaltem Wasser bis zur oberen Markierung auffüllen und in das Fass geben. So, ich würde sagen, das Fass ist voll. Wenn man sich das mal so anschaut, ist jetzt Schaum. Schritt 7. Gebe jetzt den Hopfen, Packung 3, das hier, und die Hefe, Packung 4, in das Fass. Und optional kannst du Geschmacksrichtung 5, die ist jetzt hier gar nicht dabei, hinzugeben. Also das ist jetzt Hopfen. Jetzt kommt die Hefe. So, dann sind wir bei Schritt 8. Verschließe die Öffnung des Fasses durch das mitgelieferte Druckventil Nummer 6. Das hier sieht so aus. Und dann stelle das Fass senkrecht hin, sodass das Druckventil nach oben zeigt. Da ist es. Zack. So. Mit Druckventil verschlossen. Lass das Fass nun noch weitere 4 Tage bei Raumtemperatur möglichst unbewegt stehen. Schritt 11 ist dann, dein Bier ist nun fertig. Stelle das Fass jetzt noch für 2 Tage in den Kühlschrank. Willst du es nicht sofort trinken, kannst du es ungeöffnet im Zustand ca. 2 Wochen im Kühlschrank lagern. Das sind jetzt 4 Tage rum und das muss jetzt für 2 Tage in den Kühlschrank. Und dann musste ich jetzt erstmal hier Platz machen und das obere Fach komplett rausnehmen. Ja. Und das muss ich jetzt alles noch da wieder reinkriegen. Eine Woche ist rum, das Bier ist fertig gebraut. Hier ist es, frisch aus dem Kühlschrank, mein erstes gebrautes Bier. Ich nenne das das Dudesbräu. Und ich habe es jetzt selbst noch nicht probiert. Ich werde das erstmal probieren lassen, und zwar von einer richtigen Bierexpertin. Und auf deren Meinung bin ich sehr gespannt. Das ist die Bierexpertin Sonja. Ich erkenne jede Sorte. Du kannst mir nichts unterjubeln. Und das werden wir jetzt auf die Probe stellen. Die hat sich bereit erklärt, mal hier eine Blindprobe zu machen. Erste Sorte. Ich bin gespannt. Bitte schön. Ich muss ja durchstehen für den Jungen, der erst auf Ende des Monats auszieht, müssen wir die Küche stehen lassen, weißt du, dass der klappen kann. Und? Ist nicht deine. Okay. Mm, schmeckt gut. Okay. Also schmeckt, das ja. Schmeckt schon mal gut, ja? Gut. Mm, Sorte könnte ich jetzt aber nicht sagen. Okay. So, nächste. Bitte schön. Schmeckt irgendwie herber oder so. Hm, auch, ja, weiß ich nicht. Schmeckt herb, wie Bier halt. Mhm. Okay, schmeckt wie Bier. Ja, das ist schon mal gut. Ich bin Expert. Gut, nächste. Hier, nächste. Deine. Wieso, wie schmeckt der? Also sie riecht ein bisschen komisch. Die riecht halt ein bisschen komisch und schmeckt auch ein bisschen komisch. Und
Kohlensäure drin. Okay. Schmeckt ein bisschen wie vergammelter Saft. Ja. Wie Bier halt. Gut, welches Bier hat dir jetzt am besten geschmeckt? Das erste. Das erste? Das erste, das fand ich gut. Das war nicht so herb. Das letzte geht auch. Das zweite war so ein bisschen herb. Mhm. Das dritte, man weiß es nicht. Es ist undefinierbar. Also. Okay. Ja, also. Es schmeckt schon nach Bier, aber sehr strange. Okay. Also dann. Ja. Also ich sag, das dritte, das war dein Dude's Brawl. Ja, dann mach mal Augen auf. Also das dritte war meins. War richtig, hast du richtig erkannt. Ich habe das selber noch nicht probiert. Das unterscheidet sich farblich auch schon. Zeig das mal. Ja, ja. Und zwar, das sieht nämlich aus wie so ein Hefeweizen, sieht das aus. Ganz trüb, also naturtrüb. Guck mal im Vergleich, halt mal das daneben. Wie so ein anderes Pilsner. Und jetzt. Ja, du musst auch vielleicht mal probieren, dein Gebräu. Probiere ich mein Gebräu? Ich muss hier das Gebräu trinken. Ja, du wirst die Vorkosten. Trink dein Gebräu mal selber. Und? Was sagt er? Das schmeckt wie Hefeweizen. Es schmeckt wie ein... Ja, wie ein Hefeweizen. Geht eigentlich. Hast du Hefe gebraut? Ja, ist ja mit Hefe gemacht. Aber eigentlich sollte es ein normales Pilsner sein. Aber es schmeckt wie Hefeweizen. Ich trinke Hefeweizen ganz gerne. Das Bierbrau-Experiment ist jetzt beendet. Wir hatten ja jetzt ein Resümee von unserer Expertin. Die hat mein Bier leider nicht so geschmeckt und die hat natürlich sofort auf Anhieb gemerkt, welches Bier meins ist. Das liegt ganz einfach daran, dass in dem Fässchen, das wusste ich vorher nicht, dass es ein Hefeweizen ist und ich dachte, das ist ein Pilsner und habe natürlich als Vergleichsbierer auch ein Pilsner gekauft. Ich habe es extra so gemacht, darum habe ich Dosenbier genommen, damit es wirklich gleich ist, weil das ja auch eine Dose ist, dieses Fässchen. Ne? Hätte ich jetzt ein normales Hefeweizen als Vergleich genommen, mehrere Sorten, das hätte sie überhaupt nicht gemerkt, auf gar keinen Fall. Und so sieht das hier aus, ne? So, schönes Hefeweizen und das schmeckt gut. Also mir schmeckt das gut, ich trinke gerne mal einen Hefeweizen. Und ich kann euch das empfehlen, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, hier mit diesen Fässchen. Falls ihr das irgendwo entdeckt im Supermarkt oder so, kann man mal machen. Ist eine sehr interessante Erfahrung. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dann. Wir sind weg.